So, liebe Freunde, jetzt werden wir uns mal der Magie des Multitasking auf Anwendungsebene hier unter Propfos widmen. Weil ich kann euch ja viel erzählen, ob das auch wirklich funktioniert, das wisst ihr ja nicht. Deswegen wollte ich es jetzt mal ganz kurz zeigen an einem ganz kleinen Beispiel. Ich wollte auf einem Propfos Core wollte ich hier einen SID-Player laufen lassen, ja, der mir also DMP-Dateien in irgendeinem Verzeichnis abspielt. Und dann, während er das tut, ja, und hier auch Bildschirmausgaben macht, wollte ich hier dann irgendwas machen, irgendein kleines Programmchen schreiben, irgendwas, halt arbeiten. Auf Anwendungsebene Multitasking. Ja? So, und dazu müssen wir uns hier auf dem erstmal im Force den SID-Player laden. Ja, der ist in einem Modul versteckt. Haben wir es schon drin? Nein, haben wir nicht drin. Wir haben bis jetzt nur Tools und Basics drin. Und zwar gibt es für Sound drei Module. Das ist hplay.mod, splay.mod und wplay.mod. Die findet man, die sind im Systemverzeichnis, im Hive bzw. im Force-Verzeichnis, findet man die Quelltext auch. Das ist ja blanker Text im Trias-Verzeichnis auf dem PC. Und klar, hplay spielt HSS-Dateien ab, splay SID-Dateien und wplay dann Waves. Ja. So, und wir laden das S-Play hier, ne, mit dem Sys-Kommando, das liegt ja im Systemverzeichnis, splay.mod. Dauert einen kleinen Augenblick, ja, er kompiliert das jetzt ran. Das hätten wir jetzt übrigens auch auf der Konsole eingeben können, ja, das wäre jetzt egal gewesen. Wir gucken mal schnell rein. Ja, wir haben hier verschiedene Wörter zugefügt. Es ist ja so, dass so ein Programm unter Force ist ja immer nicht so monolithisch, wie man das hat, wenn man jetzt zum Beispiel in Spin programmiert oder in C oder sonst irgendwo, sondern es ist ja meistens ein Baukasten, den man hat, aus lauter einzelnen Wörtern, die eine aufsteigende Komplexität haben. Ja, und wir sehen, der Mod, wo geht's los hier? Jetzt müsste ich mal gucken. Ja, hier. Mod S-Play. Dort geht's los. Das ist diese Kennung, dass hier das Modul losgeht. Er hat jetzt verschiedene Kommandos hier, zum Beispiel SID-Play, SID-Stop, SID-Status. Die könnte ich jetzt alle einzeln aufrufen, irgendwie. Ja, und dort Kommandos irgendwo übergeben. Ja. Wenn ich reingucke, ich weiß es jetzt gar nicht, ich müsste jetzt mal reingucken in den Quelltext. S-Play. Sit, stop, sit, play, ja. Also S-Play zum Beispiel erwartet eine String-Adresse auf dem Stack und würde diesen String, auf welchen diese Adresse zeigt, dann abspielen. Ja. Na gut, wir brauchen aber noch mehr. Jetzt haben wir es drin, ne? Mod, Fragezeichen, da sind sie, ne? Unser Modul S-Play ist drin. Wir können natürlich jetzt kein Modul abspielen, weil in Administra noch unser normaler Systemcode läuft. Und der kann ja nur HSS abspielen. Ja? Insofern müssen wir unter Propfos jetzt hier den Administra-Code ADM-SID laden. Und dafür zum Laden von Chipcode gibt es zwei Kommandos. Das ist A-Load und B-Load. Klar, A-Load lädt Code in Administra und B-Load dann in Bellatrix. Ja, mit dem B-Load könnten wir zum Beispiel den G0-Treiber laden. Geht allerdings nur, man muss dann in das Verzeichnis wechseln, nicht wie das Sys-Kommando, was automatisch wechselt. Man muss in das Verzeichnis wechseln, wo dieser Code liegt. Und der liegt im Verzeichnis System. Und mit A-Load admsit.adm wird dieser Code in Administra geladen. Ja. Dauert einen kleinen Augenblick. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, jetzt hat es kurz geknackt in den Lautsprechern. Das ist, weil jetzt der SID-Code geladen ist in Administra. Man hört auch den Heartbeat-Sound nicht mehr. Ja. Weil halt Heartbeat ist nur im System. So, und jetzt könnten wir theoretisch schon irgendwas abspielen. Dafür wechseln wir jetzt einfach mal in ein Verzeichnis, wo wir SIDs drin haben. Klar, in unserem SID-Verzeichnis.
Dort haben wir auch, ach, Star Trek und Boulderdash und bla bla bla. Und es gibt ein Wort, ach, dir, wir, wunderbar, Mischung aus Wörz und Bier. Und zwar gibt es hier das Wort Es-Dir Play. Das spielt alle DMP-Dateien in einem Verzeichnis ab. So, das werden wir jetzt einfach mal tun. Mal gucken, ob es tut. Es-Dir Play. Und er legt los. Wunderbar. Und hier haben wir jetzt Star Trek, was hier läuft. Ja. So, und gleichzeitig, jetzt wechseln wir auf die andere Konsole, auf unseren PC. Ja. Ich mache es mal groß. Und wir sehen, wir können ganz normal weiterarbeiten. Ja, ich könnte jetzt hier zum Beispiel ein kleines Programmchen schreiben. Test 1, 0, du, die, dot, loop. Und weg. Das ist jetzt wäre so ein kleines Programmchen, um einfach einen Schleifenindex auszugeben. Ja, das habe ich jetzt rankompiliert und lassen wir jetzt einfach mal viele Male ausführen. Ja, und jetzt läuft auf einer unserer Konsole auf dem PC, also auf einem Core, auf Anwendungsebene irgendein Force-Code. Ja, und hier drüben läuft ein anderer Code. Ja, ich weiß gar nicht, kann ich hier wechseln zum nächsten? Ich probiere es mal. Ja, naja, ging nicht ganz. Hat er irgendwas nicht gefunden. Wir machen es nochmal. Es, dir, play. Ja, und er arbeitet. Also ich kann hier wirklich im Multitasking nebeneinander arbeiten. Ja. Theoretisch kann ich so ja auf die andere Konsole wechseln und dort noch irgendwas machen. Ja. Das funktioniert so. Ja. Wie gesagt, inwieweit das Sinn macht, ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja, ob das es ist mehr eine Machbarkeitsstudie, ja, weil wenig RAM. Man bräuchte eigentlich, wenn man wirklich sinnvoll nutzen wollte, bräuchte man ein Force, was in diesen externen 1 MB RAM irgendwo sich tummelt. Ja. Ja, Achtung, jetzt wechselt er gleich hier auf der anderen Konsole, ja, während hier das Programmchen läuft. Ist also wirklich Multitasking auf Anwendungsebene. So, und da das so schön war mit dieser Magie, werden wir uns jetzt mal anschauen, wie ich das gemacht habe. Ja, liebe Freunde, und weil ich halt eine faule Socke bin, werde ich jetzt einen Vortrag nochmal abspulen, welchen ich auf dem KC-Treffen 2011 gehalten hatte. Dort ging es um die Implementierung von halt dem PropForce, dem Multicore-Force auf dem Hive-Computer. Ja, kann ich mal ein paar Bilder zeigen. Ja, das war eigentlich ein sehr schöner Vortrag. Das Besondere daran war, dass ich diesen Vortrag, das war mal mein Tisch, ja, da standen meine Hives. Das Besondere war, dass ich diesen Vortrag mit und auf dem Hive gehalten habe. Ja, das heißt, ich habe erst mal erzählt, was der Hive ist, die Platine gezeigt und ein bisschen was dazu erzählt. Und danach den Hive einfach angeschlossen an Beamer und gesagt, okay, jetzt werden wir den Vortrag mal hier auf diesem kleinen Hive-Computer abspulen. Und ich hatte mir dann dort in Force einen Satz an Wörtern realisiert, mit PowerPoint-ähnliche Animationen oder Präsentationen durchführen kann. Ja. Und das sehen wir hier und das werden wir jetzt, den Vortrag habe ich ja noch da, die Force Quetex. Und das muss ich jetzt einfach mal recyceln. Ja. Leider gibt es zu dem Ding keine Videoaufnahmen, sonst hätte ich die jetzt einfach eingespult. Also muss ich ihn jetzt einfach nochmal erzählen. Das war hier mein Platz. Ja, hier sieht man, halt, stopp, gehen wir mal zurück. Komm mal zurück, du Bild. Ja, hier sieht man mal auf der rechten Seite läuft PropForce. Ja, und hier auf der linken Seite habe ich eine einzelne Hive-Platine. Dort läuft ein Terminal-Programm drauf, das F-Term, das liegt auch dem Trios bei. Und dort seht ihr die Konsole von dem Force, was dann rechts läuft, auf dem großen Hive hier. Ja. Also da habe ich auch schon vorgeführt, dass halt wirklich Multitasking dort geht. Ja,
Ja, was haben wir hier noch? Gucken wir mal durch. Ja, das ist der Hive von dem Volker Polos. Hier vorne in diesem schwarzen Gehäuse eingebaut. Von ihm seht ihr, er hat auch dieselben Forstbücher fast wie ich. Er hat noch ein paar Forstbücher mehr, sehe ich gerade. Das finde ich ja mal gemein. Ja, der Volker Polos, wie gesagt, er hat auf seiner Webseite Homecomputer DDR, der Link ist auf unserer Webseite mit drauf, also heißt nur hc-ddr.hookie.net oder so ähnlich. Den Link ist auf der Webseite. Hat er auch auf seiner Webseite einen ganzen Abschnitt dem Hive gewidmet, weil er ja dort auch selbst eingebaut hat. Und von ihm stammt auch der Yamaha Chipsatz. Code für Administra. Der läuft hier auch gerade. Ja? Da werden gerade die Yamaha Sounds abgespielt. Ja? Hier oben in dem Gehäuse hat er auch, das sieht man hier, so ein rechteckiger Ausschnitt. Da hat er auch ein Display noch eingebaut. So ein Nokia-Display. Und da konnte man, das war ein Administra angeschlossen. Und da hat Administra zum Beispiel ausgegeben, welche Datei geöffnet war und das und jenes. War ganz neckisch, ja. Auch das Gehäuse war nicht ganz schlecht. Das hatte halt so eine besondere Form gehabt und die Tastatur war eine Infrarot-Tastatur. Hier hinter dem Sichtfenster war dann der Empfänger. Das war cool. War irgendwie cool, ja. Naja, gut. Aber jetzt zum Vortrag. So, die Vortragssoftware habe ich jetzt schon mal rankompiliert. Gucken wir mal. Jawohl. Mod Vortrag ist schon drinne. Ja, das heißt, wir können den jetzt starten. Ich muss jetzt bloß noch da dieser, wie gesagt, die Präsentation und Sound hier vom Hive hier gemacht werden oder wurden damals zu dem Vortrag, muss ich bloß mal ins Verzeichnis wechseln, wo die passenden Wave-Dateien liegen. Jawohl, da sind wir. So, und mit dran können wir diesen Vortrag starten. Wir können ja auch mal kurz reingucken. Wie sieht denn das Ding aus? Jawohl. Also wir sehen hier ein Wort ran. Damit starten wir die Präsentation. Und dann P0 bis P8 sind dann Pages, wie bei PowerPoint, Seiten, wo man dann entsprechende Präsentationen. Natürlich nur mit den quasi grafischen Möglichkeiten, die wir hier auf dem Hive haben. Ne? Ja. So, ran und los geht's. Willkommen zu einem Vortrag über PropForce, ein Multicore-Force und die entsprechende Implementierung auf dem Hive-Computer. Ja. Mit dem PropForce ist es natürlich so eine Geschichte. Das PropForce gab es ja unabhängig von dem Hive-Computer. Ja, das ist ja das läuft blank auf irgendeinem Propeller-Chip. Ja. Und man kann dann seriell damit kommunizieren oder über andere Wege, aber in der Regel dann über eine serielle Konsole, wie wir das ja auch gesehen haben hier bei der Installation. Und nun war es so, dass dieses PropForce war ja schon faszinierend. Das ist ein komplettes System mit Compiler, mit Interpreter, sogar Multicore-fähig und fähig Multitasking auf Anwendungsebene quasi zu machen, was man als Anwendungsebene unter Force so ansieht. Ja. Aber es war natürlich nicht an den Hive angepasst, ja, wie so viel Software. Ich konnte dort natürlich das PropForce in Regnatix reinflashen oder in einen Chip. Aber ja, dann konnte ich mit dem Hive dann ohne serielle Schnittstelle kommunizieren. Das ist natürlich nicht viel. Ich möchte natürlich dann das Force so anpassen, dass es die Ressourcen, meine Ressourcen auf dem Hive nutzt, die wir dort haben, ne? Nämlich wirklich die Funktionen der anderen Chips zu nutzen, statt der externen Konsole die interne Konsole verwenden, also den Bellatrix-Chip, ja, der ja mehr oder weniger eine Art Konsolenfunktion hat. Er kann Zeichen ausgeben und auch Grafik, wenn es sein muss, und auch Eingabe realisiert er ja, in Form der Tastatureingaben oder Mauseingaben. Ja. Und die Frage ist, wie implementiert man das? Und da das Force selber so ziemlich aus einem Guss war, konnte man jetzt über verschiedene Implementierungsvarianten nachdenken. Die erste Implementierungsvariante war quasi die Force Diamond Version. Ja? Alles im Hive
läuft unter Propfos, unter Force. Ja, das wäre natürlich so richtig cool. Ja. Man ist dann natürlich völlig autark, man hat alles unter Kontrolle. Ja. Ja. Aber der Nachteil dabei ist, dass man auch alles selber programmieren muss in Force. Also man kann dann eben nicht mehr diese tollen Spin-Objekte nutzen, die wir von Parallax dort gegeben haben. Ja? Und das ist natürlich schon sehr schmerzlich. Also wenn ich mir jetzt überlege, in dem Force jetzt VGA-Treiber zu schreiben und das und jenes, man wird halt nie fertig. Ja? Und ja, das wäre von Force-Seite aus die tollste Variante, aber für unseren Hive-Computer hier, wären wir nie fertig geworden. Ja. Die zweite Implementierungsvariante wäre Force-Spin. Ja, dass man sagt, gut, ich nehme das Force als eine Art Metasystem, mit welchem ich programmiere, ja, und auf einer Meta-Ebene die Sachen steuere, habe unten drunter aber ein Spin-Interface und kann dann halt zu dem Force noch Spin-Objekte hinzuladen und kann die in Force dann aufrufen. Ja. Der Vorteil, klar, man kann fertige Objekte nutzen, fertige Treiber. Ja. Das ist jetzt also auch so gedacht, nicht nur in, also diese Force-Spin-Geschichte, dass ich in Regnatix lade. Ja, in Regnatix brauche ich ja keine zusätzlichen Treiber, da kommt das überhaupt nicht so zum Tragen. Sondern vielmehr, dass ich dann auch in Bellatrix oder in Administra in Propforce lade und dann zu dem Propforce halt die ganzen Spin-Objekte, VGA-Treiber, Tastaturtreiber, SD-Card und. Und das Ganze über das Propforce in den Chips steuern. Ja, dann kann ich natürlich die fertigen Treiber nutzen. Das ist der Vorteil. Der Nachteil, ich habe natürlich einen hohen Ressourcenverbrauch. Weil das Propforce selber verbraucht ja auch so einige Kilobytes an, das ist nicht zu knapp, ich glaube 15k oder sowas ist das Mindeste, was dann weggeht. Nur für das Propforce. Und dann brauche ich ja nochmal Objekte dazu. Ich hätte dann natürlich alles, könnte alles in Force programmieren, aber auch Spin nutzen. Ja. So, und die dritte Variante, Implementierungsvariante, wäre die Idee von Force-Funktionskomplexen. Das heißt, ich verwende Force nur in Regnatix, als Master, als System, als Metasystem. Regnatix ist ja im Prinzip in dem Hive-Computer eh schon das Metasystem. Hardware-mäßiges Metasystem. Und in den Slaves lasse ich ganz normal meinen Spin-Code als Chip-Code. Ja? Und das entspricht eigentlich fast der zweiten Implementierungsvariante, außer dass ich dieses Spin-Interface bringe ich in dieser Variante deckungsgleich mit dem 8-Bit-Bus. Das heißt, mein 8-Bit-Bus zwischen den Treibern ist im Prinzip dann auch die Schnittstelle zwischen dem Force in Regnatix und den Slave-Schaltkreisen. Ja. Und das war mir, ehrlich gesagt, die günstigste Variante, die ich gesehen habe. Ja. Ja, der Nachteil bei der Geschichte ist natürlich, für Spin brauche ich natürlich trotzdem noch einen Compiler auf dem Host. Na, ich brauche also trotzdem, um dort irgendwas zu verändern, um was zu programmieren, bezüglich des Chip-Codes, brauche ich immer noch die IDE auf meinem Host-Rechner, auf meinem Windows-Rechner, auf meinem Linux-Rechner, meinem Mac, ja. Die Idee vom Force ist ja autark zu sein. Und wenn ich das Propforce auf einem einzelnen Force-Chip lade, dann ist das auch so. Ja? Ich brauche dann, um mit diesem Force zu arbeiten, eigentlich nur noch ein Terminal. Ja, das kann sogar ein dummes Terminal sein. Ich kann trotzdem mit dem Force arbeiten, weil ein Compiler und ein Interpreter drauf ist, mit drin ist im Propforce. Ja? So, also der Nachteil wäre halt, Spin-Compiler ist nach wie vor noch im Host. Ja, der Vorteil, der Code ist halt schon vorhanden. Ja. Also ich kann
die Slave, den Chipcode für die Slaves kann ich natürlich 1:1 von Trios nutzen. Ja, und es ist auch sinnvoll, genau das zu machen an der Stelle. Ja. So, und ein weiterer Vorteil ist natürlich dann, wenn ich das so mache, habe ich natürlich auch einen Seiteneffekt für das Trios selber. Das Trios und Force befruchten sich dann. Ja? Also wenn man das jetzt noch weiter treibt, so weit ist es noch nicht getrieben, aber dann könnte man Force, das Prop Force, auch für Regime als Skriptsprache nutzen. Das steht noch auf meiner Agenda, ist noch nicht fertig. Ja? Dass ich also, wenn ich ins Regime reingehe, kann ich mit dem Force-Kommando in das Propforce rüber wechseln, ja. Die Idee wäre jetzt, dass ich Skripte schreiben kann in Force, und wenn ich diesen Skript aufrufe, ja, die haben dann meinetwegen einen bestimmten Extender, ja, Skript.pf für Propforce, weiß ich noch nicht, ja, müsste man sich ausdenken, wenn ich den aufrufe, wird automatisch das Force gestartet, wird ihm per Parameter übergeben, bitte diesen Skript starten, und dann führt er den aus und kehrt danach automatisch zu Regime zurück. Ja. Dass man also das PropForce als Skriptsprache für Regime verwendet. Soweit bin ich noch nicht, hatte ich jetzt auch noch nicht wirklich eine Anwendung, muss ich dazu sagen. Ich mache sowas meistens dann immer nur, wenn ich dann so ein bisschen wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Wenn ich jetzt irgendwas hätte, wo ich das unbedingt brauche, ja, dann würde ich das programmieren, dann wäre es dann an dem Wochenende fertig. Ja, aber das an der Stelle hatte ich jetzt noch nicht den nötigen Leidensdruck erreicht. Ja, ja, und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ich die maximalen Ressourcen für Force im Master zur Verfügung habe. Ja, also ich brauche da kein Spin-Interface oder sonst irgendwas. Ich kann alles in Regnatix für das Force nutzen, und die Funktionskomplexe sind ausgelagert in die Slave-Schaltkreise. Ja. Jo, und zu guter Letzt, man könnte natürlich später auch Spin-Code durch Force ersetzen, wenn man das wollte, wenn man das wirklich wollte. Ich denke mal, es wird nicht dazu kommen, weil halt auch die die Integration im Regime jetzt noch nicht so da ist. Und naja. Ja. Ja. Gut, wie habe ich es implementiert? Das war so die Idee, die Grundidee, die ich hatte. Wie habe ich es dann umgesetzt im Hive? Ja. Die Ausgangslage war halt, ich habe Force mit Terminal-Zugriff. Wie gesagt, ne, kann ich auf einem einzelnen Prop flashen. Wir haben drei Props drin, ich könnte es auf drei flashen, kann dann aber nur über das Terminal zugreifen. Ja. Und der Plan wäre, dann halt in das PropForce Busroutine zu integrieren, um auf die Slaves zuzugreifen. Die sind natürlich nicht drin, ja, weil PropForce kennt keinen Hive. Ja, und der Entwickler von dem PropForce, einer von seinen Mitwirkenden, hat ja mal 10 Hiveboards bestellt gehabt, aber und hat auch mal was angepasst. Aber das ist nicht so weit gediehen, wie ich mir das gedacht habe und wie ich mir das gewünscht hätte. Ich hätte es natürlich absolut cool gefunden, wenn der Entwickler von dem PropForce sich der Sache am Hive so weit angenommen hätte, dass er das einfach umsetzt. Ja, aber ist wahrscheinlich so ein Retro-Style-Computer, ist nicht so das Ding, was ihn interessiert. Ja, insofern kam es nicht so weit. Ja. Jo, also Busroutinen müssen wir integrieren. Ja, das wäre der Plan. Wenn die Busroutinen drin sind, also Zeichen senden und empfangen zu Bellatrix und Administra, dann kommen die speziellen Funktionen, die Ressourcen, die wir dann nutzen wollen, also Ansteuerung von VGA-Bildschirm, Keyboard, SD-Card, Sound und so weiter und so fort. Und dann mussten wir auch noch einen Autostart integrieren. Ja, wir wollen ja, dass wie auf so einem alten Homecomputer, wo wir den einschalten, wie ein Atari 800 oder ein C64, landet er halt in seinem Basic
wollte hier auf dem Hive, dass er halt im Propforce landet. Ja, so richtig cool, wie man es kennt, anschalten, loslegen mit Programmieren. Ja, das war der Plan. So, die Buszugriffe. Standardmäßig gibt es im Force zwei Wörter, die sind für Austauschvorgänge prädestiniert. Das ist das Wort Store und Fetch. Ganz nebenbei, warum sind die nicht so ausgeschrieben? Im Normalfall versucht man ja immer im Force Wortnamen zu finden, die wirklich aussagekräftig sind. Aber Store und Fetch, das sind nur zwei Worte. Store speichert einen Wert im RAM und Fetch liest einen Wert aus dem RAM, also ein Peak oder Poke oder Load und Store. Ja. Die kommen so oft vor, dass man sich gedacht hat, dann nehmen wir einzelne Zeichen. Ja, und ganz dumm sind sie ja nicht. Ausrufezeichen ist ein Aktivitätszeichen, also was ich speichere, was im Speicher. Und der Klammeraffe, das Add. Ja, gut, man kann damit leben. Es gibt dann verschiedene Abwandlungen von diesen, von Store und Fetch. Ja, da haben wir dann zum Beispiel C Store und C Fetch, um zum Beispiel ein 8-Bit-Zeichen, ein Char, zu lesen oder zu schreiben in den RAM. Normalerweise, wenn ich das meinetwegen in Force habe auf dem 16-Bit-System oder 32-Bit-System, wird mit Store und Fetch ein 16- oder 32-Bit aus dem Speicher gelesen und mit C Store und Fetch wird dann definitiv ein 8-Bit-Zeichen gelesen oder geschrieben. Beziehungsweise P-Store und P-Fetch zum Beispiel, um auf einen Port zu schreiben oder zu lesen, von einem Port zu lesen. Ja, der Stack-Kommentar sieht ja so aus, dass ein Store erwartet auf dem Stack auf der obersten Position eine Adresse, wo er es hinschreiben soll und dann den Wert, den er schreiben soll und hinterlässt natürlich nichts auf dem Stack. Ja. Und bei dem Lesezeichen, bei dem Fetch, erwartet er eine Adresse der Speicherzelle, die er lesen soll und liefert dann auf dem Stack den Wert dieser Adresse in dieser gelesenen, also den gelesenen Wert aus dieser Speicherzelle zurück. Ja. Und bei Port, P, Fetch und Store wäre das dann in der IO-Adresse zum Beispiel. Ja. So, mein erster Gedanke war dann, ja, dann machen wir ein S-Store und S-Fetch. Ein Wort. Ja, um auf einen Slave zu senden und Slave, von einem Slave was zu empfangen in Byte. Adresse wäre dann meinetwegen 0 und 1 oder sowas für die, als Adressierung für diese beiden Schaltkreise. Ja, für die beiden Slaves. Ja. Da diese Adresse fest ausdekodiert ist bei uns im Hive, also beide schon einen fertigen PIN haben, habe ich das dann gleich diversifiziert. Ja. Und dann gibt es ein B-Store und B-Fetch, um mit Bellatrix zu kommunizieren, und ein A-Store und ein A-Fetch, um mit Administra zu kommunizieren. Ja. Also zum Beispiel die Sequenz, wenn ich die im Interpreter eintippe, 01 B-Store, wird dann der Bildschirm gelöscht oder sowas. Ja. Also eigentlich nicht ganz. Man müsste dann bei diesen Funktionen, das stimmt nicht ganz, hier ist noch ein kleiner Fehler drin, man müsste eigentlich 01 00 B Store schreiben, weil wir wissen ja, beim Bellatrix-Code geht es 0 als einleitendes Zeichen, um eine Funktion aufzurufen, und dann kommt der Funktionscode. Das war jetzt nur Bildschirm löschen ist schon fertig drin. Nee, das stimmt schon. Ist schon richtig. Habe ich mich jetzt getäuscht. 01 ist als Code mit enthalten bei dem als Zeichencode. Ja, und dann wird der Bildschirm gelöscht. Also wenn man das im Interpreter einfach eingibt, jetzt im Propforce, löscht er den Bildschirm. Man könnte es jetzt probieren, ich will jetzt nicht. Könnten wir eigentlich probieren. Wartet mal. Wir wechseln mal auf die zweite Konsole. Wir haben noch Multitasking, Leute. Hey, guck. So, jetzt schreiben wir was auf dem Bildschirm.
Haben wir überhaupt hier ein B? Oder haben wir das? Haben wir das? Jetzt muss ich mal selber gucken, weil ob ich die Worte denn nachher so gemacht habe, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, haben wir nicht so gemacht, weil wir haben. Da kommen wir gleich drauf, warum das so nicht geht. Das war so die Idee. Ja, gut, wechseln wir mal zurück. Weil wir kommen, sehen gleich, warum das keine so gute Idee ist, das so zu machen. Ja, aber im Prinzip, wenn man diese Wörter so definiert, wir haben sie jetzt nicht so definiert, ich entwickle das ja hier so, wie ich mir das so ausgedacht habe, wenn man es so machen würde, könnte man damit den Bildschirm löschen. Ja? So, gehen wir mal weiter. Man könnte dann dementsprechend, wenn das funktioniert, im Interpreter ein neues Wort kompilieren. Ja, ein Wort kompiliert wird ja im FOSS immer, indem man es durch einen Doppelpunkt eingeleitet wird. Der Doppelpunkt aktiviert quasi den Compiler, schaltet das FOSS in den Compiler-Modus. Danach kommt der Name des Wortes. Da sage ich CLS ist die Sequenz und schließe den Compiler mit einem Semikolon. Und schon habe ich einen neuen Befehl in dem FOSS definiert, welcher da CLS heißt. Ja. Oder ich könnte ein neues Wort definieren, Bellatrix Key, also eine Tastaturabfrage. Ja, die würde dann so aussehen, dass ich erst ein 0 rüber sende zu Bellatrix, 0 B-Store, um zu sagen, jetzt kommt ein Funktionscode. Ja. Dann sende ich eine 2 rüber. Ja. 2, die Funktion 2 ist Key-Abfragen, Key-Code-Abfragen. Und dann mit B-Fetch hole ich mir diesen Key-Code von Bellatrix und hinterlasse den auf dem Stack. Das wäre der Stack-Kommentar. Ja, auf dem Stack eingehen braucht das Wort nichts auf dem Stack, hinterlässt aber auf dem Stack dann einfach den Keycode. Wenn ich das so kompiliere, habe ich eine Tastaturabfrageroutine, die ich dann aufrufen kann mit bell Doppelpunkt key. Ja, man könnte sie auch nur key nennen, aber ich fand es ganz praktisch, zu wissen, auf welchem Chip das stattfindet. Ja. So, kommen wir mal zu einer Spezialität vom PropFOSS, mal, um das mal einzuschieben, welche mit dem Multitasking und den Multicore-Fähigkeiten zu tun hat. Und zwar unterstützt das PropFOSS I.O.-Kanäle. Ja. In einem normalen FOSS, wenn ich einen FOSS habe auf einem Single-Core-System, habe ich zur Zeichenausgabe das Wort Emit. Damit kann ich ein Zeichen ausgeben. Ob das nur ausgegeben wird auf der Konsole oder sonst irgendwo auf dem Drucker, ist jetzt erstmal egal, ja, auf dem I.O.-Kanal. Und ich habe eine Zeicheneingabe Wort, das ist das Wort Key. Ja. So, und genauso ist das auf dem PropFOSS. Ja. Nur, dass es auf dem PropFOSS so ist, dass ich natürlich neben der einen Cock noch mehr Cocks habe. Und jede Cock hat natürlich ihren Zeichenausgabekanal und ihren Zeicheneingabekanal. Ja, das ist die Situation auf dem Hive. Ja, wir haben also 8 Cocks und die haben alle einen Zeichenausgabekanal, einen Zeicheneingabekanal. Wie handeln wir das? Was machen wir da jetzt? Ja. Im Normalfall ist an eine COC der serielle Treiber angeschlossen. Letztendlich ist das auch bloß wieder eine COC, die einen Eingabekanal und einen Ausgabekanal hat. Und diese serielle COC bei uns, wenn wir hier, ich gehe mal auf die andere Konsole, CLS. CLS haben wir ja eben gesehen, wie es definiert wird. Ja? Und gebe mal COC-Fragezeichen ein. Was wollte ich denn jetzt gucken? Jetzt ist mein Gedanke weg. Achso, Drive extern wäre jetzt unser serieller Treiber. Ja? So, gehen wir mal zurück. Der ist jetzt adaptiert an eine COC. Ja? Das heißt, der Ausgabekanal dieser COC, der Emit-Kanal, ist an den Eingabekanal der seriellen Schnittstelle gekoppelt. Und der Ausgabekanal der seriellen Schnittstelle an den Eingabekanal der COC. Ja, und schon haben wir da eine Verbindung. Und da hängt natürlich jetzt in dem Falle unser Terminal dran. Und man könnte das halt auch umsetzen. Ja, in unserer Übersicht sehen wir das ja auch. Ja, wir sehen, wir haben das PropFOSS auf COC 6 laufen und der Ausgabekanal
ist verbunden mit dem Eingabekanal von COX7. Ja, hier ist COX7. Und wiederum der Ausgabekanal von COX7 ist verbunden mit dem Eingabekanal von COX6. Ja, schalten wir zurück. So sieht das aus, wenn die serielle Schnittstelle über diesen quasi die I.O.-Pipes angekoppelt sind. Ja? Was wir jetzt wollen, ist, dass wir eine weitere COG haben und dass wir dort was Ähnliches anschließen. Und zwar eine COG, wo nicht eine serielle Schnittstelle läuft, sondern wo eine Schnittstelle läuft zu unserem VGA, zu unserer VGA-Grafikdarstellung oder Textdarstellung und unserem Keyboard. Also unserem internen Terminal, wenn man so möchte. Zu unserem Bellatrix-Chip, so wie es hier steht. Ja. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Wie würde man das mit diesem VGA realisieren? Ja? Wir haben ja hier eine COG, da läuft unser PropFoss drauf. Und hier auf dieser COG läuft auch ein PropFoss drauf. Die soll aber Verbindung herstellen zu unserem Bellatrix. Wenn wir hier nochmal rüberschauen, sehen wir das auch. Wir sind ja jetzt auf COG 2, ne? Auf unserer zweiten Konsole. Und diese ist verbunden, der Ausgabekanal von dem PropFoss ist verbunden mit COG 5. COG 5 ist unser Drive-Int. Das ist ja eine COG, da läuft eigentlich auch ein PropFoss drauf. Aber das Programm, was dort läuft, ist Drive-Int. Man findet das auch wirklich bei basics.mod, findet man ein Wort, das heißt Drive-Int. Und dieses Wort wird einfach auf COG 5 gestartet. Ja? Und der Ausgabekanal von der aktiven COG, in der wir uns in dieser Session befinden, ist verbunden mit dem Eingabekanal von DriveInt. Und der Ausgabekanal von DriveInt, also von 5, COG 5, ist verbunden mit 2, mit dem Eingabekanal von COG 2, jetzt in der Konsole. Wenn ich Escape 1 drücke und hier wieder in meiner Force Super Hive PowerPoint Präsentation das COG bin, dann ist es natürlich, dann schaltet er das jetzt um. Ja. Wie würde jetzt der VGA-Teil dieser COG aussehen? Also wir haben ja die Situation, dass hier bei DriveInt koppelt er ja quasi VGA und Keyboard an eine COG, die hier ist. Und wir wollen jetzt mal betrachten hier, wie sieht denn nur der VGA-Teil aus? Ja. Wir haben ja erstmal mit Begin und Ante durch diese Null hier vorne ist das eine Endlosschleife. Ja? Und in dieser Schleife kommt das Wort Key Fragezeichen. Fragt ab, er fragt jetzt, und jetzt muss man aufpassen. Er fragt jetzt nicht die Tastatur ab, die hier in Bellatrix ist, sondern das ist ja die Eingaberoutine, der Eingabekanal für diese COG. Also nicht die Tastatur, die an Bellatrix dran ist, sondern die Eingaberoutine für diese COG. Ja. Jetzt wisst ihr auch, warum ich bei der Bellatrix-Routine wirklich geschrieben habe, Bell:Key. Weil Key im Force ist halt der Eingabe-Channel quasi. Wo das herkommt, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, in dem Falle kommt es halt von der Ausgabe Pipe von der anderen COG, die damit gekoppelt ist. Er fragt also, liegt da ein Zeichen an hier? An diesem Kanal. Ja, und wenn ja, also dann hinterlässt dieses Wort einen Flag, 0 oder 1. Und dann kann ich hier mit if entscheiden, aha, es liegt was an, dann hol mir dieses Zeichen und mit b store sende ich dieses Zeichen zu Bellatrix. Und dann wird es auf dem VGA-Schirm ausgegeben als Zeichen. Ja? Also wenn von der COG ein Zeichen kommt, dann sende das rüber zu Bellatrix. Mehr macht dieses Wort nicht. Das wäre jetzt der VGA-Teil. Der Teil von Richtung von der COG zu Bellatrix. Jetzt gucken wir uns mal das Gegenstück an, nämlich den Key-Teil. Ja? So, und der ist ähnlich. Und jetzt seht ihr auch, warum ich gern dieses Bell davor schreibe. Sonst ist das nämlich irgendwie, kommt man da dolle durcheinander. Ja. Wieder eine Endlosschleife. Und er fragt jetzt ab Bellatrix, ob am Keyboard, jetzt ist wirklich das Keyboard, welches an Bellatrix angeschlossen ist, gemeint, ob dort eine Taste gedrückt wurde. Er hinterlässt auch wieder einen Flag auf dem Stack.
Ja, kann ich entscheiden, Taste ja oder nein. Wenn Taste, dann hole mir diesen Tastencode. Und dann gib mir per Emmet auf meinem Ausgabechannel aus. Und der Ausgabechannel, der hier ist, ist der Eingabechannel von dieser COG. Und damit, mit diesen beiden Routinen zusammen, kann ich das koppeln. Ja? Und jetzt wollen wir uns das mal beides zusammen angucken. Da sieht es nämlich so aus. Das hier ist unser Wort DriveInt. Ja, nämlich genau das Wort, was hier läuft auf dieser COG 5. So, und DriveInt macht jetzt Folgendes. Hat wieder eine Endlosschleife. Ja, weil diese Kopplung brauchen wir ja ständig. Die wird auch nicht beendet. Man kann sie trotzdem beenden, muss ich dazu sagen. Also ich kann, solange wie hier noch ein Force lebt, kann ich natürlich mit einem Force-Befehl das Programm in einer anderen COG beenden oder ein anderes Programm dort starten. Ja, ich könnte das jetzt abschießen, macht man aber nicht, weil das Terminal brauchen wir ja ständig. So, also das heißt, wir haben jetzt hier eine Endlosschleife wieder, wie bei den anderen beiden Codes. Und wir haben hier einen Teil, der kümmert sich um die Eingabe. Ja? Also die Richtung von COG zum VGA. Und dann haben wir die Ausgabe, also von Keyboard zurück zur COG. Ja? Und der Unterschied ist, dass er hier eine Gewichtung hat. Ja, also er hat du Loop 200 Mal fragt er. Ja. Er fragt 200 Mal die Eingabe, den Eingabe-Channel ab und dann einmal den Rück-Channel. Das heißt, es kommt halt viel öfter vor, dass das ist halt so ein bisschen Polling in dieser COG. Ja, anders lässt sich das nicht lösen, weil ja, es kommt viel öfter vor, dass wir Zeichen ausgeben, als dass von Tastatur was zurückkommt. Ja, das drückt sich hierin aus. Ja. Dazu kommt, dass wir, wie ihr seht, hier ganz seltsame Konstrukte haben. Ja? Und zwar mit diesen Klammern. Ja? Da kommen wir gleich zu. Das hat was mit dem Bus zu tun und mit mehreren COGs, die dort drauf laufen können. Ja? Weil dieses DriveInt ist ja unter Umständen, ich gehe mal rüber, kommuniziert ja jetzt mit Bellatrix. Aber vielleicht ist ja das DriveInt nicht das einzige Programm, was mit Bellatrix kommunizieren möchte. Vielleicht läuft ja auf einem anderen Propeller, auf einem anderen COG, ebenfalls irgendein Code, welcher mit Bellatrix kommunizieren möchte. Und deshalb ist diese Sequenz verriegelt. Das wird über Semaphoren gemacht. Ja? Also die Ressourcen, momentan habe ich da zwei Semaphoren nur für den, eine nur für den Bus. Wenn irgendeine COG mit dem Bus kommunizieren möchte, muss sie sich die Semaphore dafür belegen. Also die Semaphore ist ja wie ein Flag. Ja, ich möchte den Bus belegen, also muss ich erstmal hingehen und schauen, ist die Semaphore, ist diese Flagge gesetzt? Wenn ja, dann muss ich halt warten, bis sie frei ist. Sie ist besetzt, weil irgendeine andere COG gerade was macht auf dem Bus. Also muss ich warten, bis diese COG fertig ist. Und dann hole ich mir diese Semaphore. Ja? Dann ist dieser Bus für alle anderen gesperrt. Die müssen sich halt auch daran halten und immer diese Semaphore abfragen. Ja? Und dieses Wort fragt die Semaphore ab und wartet so lange, bis diese Semaphore frei ist. Ja, und dieses Wort, diese schließende Klammer, gibt diese Semaphore wieder frei. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, weil das, da sind wir jetzt eigentlich schon einen Schritt weiter. Aber so sieht dieser Code aus, DriveInt. Ihr könnt direkt reingucken in basics.mod. So, das ist dieser Code. Man findet auch etwas später, nachdem dieses Wort definiert wurde, wo dieses Wort in dieser entsprechenden COG, ja, in dieser COG 5 gestartet wird.
Ja, das findet man da. So, kommen wir mal zum Thema Semaphoren. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Es darf uns jetzt nicht passieren, dass halt die Koks wild auf diesen Bus zugreifen. Ja? Jetzt könnte man sich natürlich denken, gut, dann sperren wir halt einfach das Zeichen schreiben, Zeichen empfangen, dieses Wort mit Semaphore. Das reicht aber nicht aus, weil bestimmte Funktionssequenzen, in welchem Regnatext mit den Slaves redet, sind ja mehrere Zeichen lang. Es kann ja sein, dass ich sage, dass ich zu Administra gehe und sage, Administra, öffne mir mal bitte eine Datei, dann sende ich erst einen Funktionscode, dann sende ich einen String rüber, der ja mehrere Zeichen lang ist, 8+3 Zeichen lang sein kann und nur eine 0 zum Terminieren, dann empfange ich noch einen Error-Code, hat das auch geklappt. Ja, das heißt, es darf ja in diese ganze Sequenz nichts reinschießen. Da darf keine, während dieser kompletten Sequenz muss der Bus gesperrt bleiben, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Das ist also so ein, das ist so eine Tupel, die ist atomar, die darf nicht aufgebrochen werden. Ja? So, und hier gehen wir mal nochmal zurück zu unserem Beispiel, zu unserem Keyboard-Code. Ja, so sah das ja aus am Anfang. Ja, das, so würde man das verwenden, wenn nur eine Cock zugreift auf Bellatrix. Dann würde das so funktionieren. Dann haben wir unsere beiden Wörter, um Bellatrix zu schreiben oder zu lesen, und dann würde es funktionieren. Das bringt nur Probleme, wenn zwei Cocks zugreifen. Ja, dann kann, wenn die eine schnell ist, dann sendet sie gerade zwei Zeichen rüber, dann ist die andere aber, kriegt den Bus und hackt da rein. Und dann kommt alles durcheinander. Ja, also das muss man irgendwo gegeneinander natürlich verriegeln. Und die erste Idee war dort, zwei Wörter zu machen, Bus on und Bus off. Ja, dass ich also mit Bus on hole ich mir die Semaphore, schalte diese Cock quasi auf dem Bus frei, ja, kann dann was machen auf dem Bus, und mit Bus off, B off, kann ich das dann wieder abschalten. Kann man so machen, sieht aber kacke aus. Ja, weil sieht irgendwie syntaktisch jetzt, sieht das nicht schön aus. Bonn und Boff, sagt mir nicht. Das ist irgendwie komisch. Ja, also hat mir persönlich nicht gefallen. Also habe ich mir gedacht, naja, nimmst du irgendwelche Zeichen, was ist denn noch so frei? Und dann fiel mir so ein, die Ecken Klammern, die könnte man eigentlich verwenden. Ja, wenn man also statt B-on und B-off Ecken Klammern setzt. Ja, aber Ecken Klammern sind was sehr Universelles. Das will ich ja vielleicht für mehrere Sachen noch verwenden. Wer weiß, was mir noch alles so einfällt. Ja? Also dachte ich mir, naja gut, dann klammerst du eben den Bus. Dann setzt du bei der Ecke in Klammern B davor und ein B dahinter. Das sieht syntaktisch schmucker aus. Einfach schmucker. Es ist einfach ein Augenschmaus sozusagen. Nein, es sieht einfach besser. Meine Meinung gilt. Ich bin ja auch kein Softwareprofi, ja, das war einfach so die Überlegung, die ich so hatte. Ne? Und wenn ich das so mache, ja, dann würde die Definition danach so aussehen. Ja? Statt B on und B off halt diese eckigen Klammern, und ich sehe, aha, alles, was zwischen diesen eckigen Klammern ist, das ist atomar. Ja, das ist eine Tupel. Sieht schon mal sehr schön aus. So, ne, dann fiel mir ein, naja, aber woher weiß ich, weiß ich nach einem Jahr noch, welche Worte muss ich tupeln und welche muss ich nicht tupeln? Da muss ich dann wieder im Quelltext nachschauen. Ja, da muss ich dann wieder gucken oder stark drüber nachdenken. Ja, man muss immer davon ausgehen, ich schreibe das heute und ein Jahr später mache ich da vielleicht weiter, weil ich eine Pause mache, und dann grübelt man, ja, wie war das? Was muss ich jetzt tupeln und was muss ich nicht tupeln? Und da habe ich mir dann überlegt, ich setze alle Befehle, Kommunikationsbefehle, welche ich tupeln muss, auch für sich nochmal eine Ecke klammern. Und damit weiß ich gut, das B-Store und B-Fetch muss ich tupeln mit dem Bus-Semaphoren-Wort. Ja, und so sieht es dann noch aus. Ja? So, und so wäre der, so sehe jetzt diese
Kommunikation endgültig aus. Es ist eigentlich, das hier ist genau dasselbe wie das hier oben. Was habe ich verändert? In so einem Multitasking-System ist es natürlich so, dass man das, was durch so eine Semaphore, die Belegung in Ressource, um was anderes geht es ja nicht mit diesen beiden Semaphoren, ja? Um Belegung von Ressourcen geht es ja. Ja, also wir belegen ja in so einer Tupel eine Ressource, halt unseren Bus in dem Falle halt Bellatrix. Und diesen Vorgang sollte man ja so kurz wie möglich halten, ja? Also sollte zwischen diesen beiden Klammern nur das Nötigste stehen. Also habe ich die Literale, die Zahlen, die hier mit drin stehen und dann ja irgendwo verarbeitet werden müssen in der Tupel, habe ich rausgenommen aus der Tupel. Das kann vorher passieren, die können schon, bevor die Tupel anfängt, auf dem Stack liegen. Also lege ich die vorher auf dem Stack, belege dann den Bus, rattle das ab, die Sequenz, und schalte dann den Bus wieder frei. Dabei muss ich aber die Reihenfolge rumdrehen, weil die andersrum vom Stack dann genommen werden. Ja? So, das war so die Überlegung, wie das aussehen sollte. Ja, so rein syntaktisch. Ich fand, das sieht schmuck aus. Ja, das sieht schmuck aus. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin ja kein Profi. Vielleicht hat ja jemand auch eine andere Idee. Einfach mal, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin ja da völliger Neuling und ich habe ja auch mit Force nicht viel am Hut. Ja, das ist ja... Es ist eine gewisse Leidenschaft da für Force, das ist richtig, aber ich bin halt kein Profi. Ja, ich habe ein paar kleine Steuerungsaufgaben mal damit gelöst und das und jenes, das habe ich schon gemacht. Aber so, dass man sich da lange Zeit damit auseinandersetzt, eben nicht. Vielleicht, ja, vielleicht hat ja jemand ganz andere Ideen. Ja. Würde mich mal interessieren. Ja. Jo, liebe Freunde, und das war auch das Ende des Vortrages. Ja, ihr seht, so habe ich das integriert und so läuft das jetzt. Ja, auf dem Hive hier. Ja. Und ja, so kann man damit arbeiten. Ja. Also ihr seht, so kann man so ein Force, so dass sie dieses Prop-Force integrieren. Das war ein Vorgang, ich sag mal, ja, da habe ich wahrscheinlich so zwei, drei Monate dran geschraubt. Jetzt nicht Vollzeit, sondern immer mal wieder das Wochenende so ein bisschen, ja. Aber das ist natürlich eine interessante Geschichte. Das ist wirklich mal, das ist ja das, wofür der Hive auch da ist. Einfach mal experimentieren. Ja, und es macht dir Spaß, es ist sehr beherrschbar. Das ist alles klein, es ist alles übersichtlich, Quelltexte sind nicht groß, ja. Obwohl doch erstaunlich ist, was sich so alles ansammelt bei so einem kleinen Computer. Ja, das haben wir ja in den Trios-Folgen jetzt gesehen, wie sich das so alles verteilt. Ja, das ist, war ja auch ein gewisser Prozess, der dahinter stand. Ja. Mein erster Werkstattcode für das Trios, damals hieß es noch nicht Trios, das war damals Spin OS, so hatte ich es genannt. Da waren alle Quelltexte in einem Verzeichnis gewesen. Ja. Und ja, das irgendwann stellt man natürlich fest, das ist eine dumme Idee, wir alles in ein Verzeichnis zu packen. Das geht, wenn es mal so 10 oder 15 Dateien sind oder so. Aber wenn es dann mehr wird, irgendwann verliert man dann die Übersicht. Ja, man kann dann mit so Präfixen und bei den Namen und sowas arbeiten, aber die hatte ich ja eh schon, weil ich dann irgendwas mit ADM und Bell und REC und so davor geschrieben habe. Und wie kennzeichne ich dann die Libraries und so? Ja, das ist dann alles, das wird dann alles einfach zu viel und da müssen dann Verzeichnisse ran. Ja. So, liebe Freunde, das soll es gewesen sein in dieser Folge. Nächste Folge dann, wie gesagt, mental. Das wird noch cooler. Mental ist noch cooler, muss ich sagen. Und noch schneller, noch viel schneller. Ja. Es ist überhaupt, ja, total mental. Da war jetzt, ich möchte es jetzt abschließen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich weiß ja, es sind nicht so sehr viele Force-Freunde mit dabei, aber ihr müsst immer mal dran denken, dass das Force auch interessant ist, wenn ich jetzt irgendwie was am Hive dranhänge, irgendein Gerät, was ich steuern möchte. Ja? Und ich habe auf diesem einen, und da habe ich einen Propeller-Chip drin, und ich habe auf diesem einen Propeller-Chip einen Force und kann einfach mit dem Terminal vom Hive aus das Ding steuern, interaktiv, und dort
auf diesem Gerät, in diesem Gerät was kompilieren und machen. Es ist doch, das ist einfach von der Idee her, von Ressourcennutzung, von der Art und Weise, wie man Einfluss nimmt, ist das doch viel direkter, als wenn ich Turnaround-Zeiten habe, wo ich erst ewig in Quelltexten und dann kompiliere und rüberbringe. Und ja, ist doch viel direkter. Gut, brechen wir ab. Hoffe, wie gesagt, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Da wir mit diesem Vortrag jetzt ein bisschen Bezug genommen haben auf diesem KC, auf dieses KC-Treffen von, ich glaube, 2011 war das, und ich diese Bilder nochmal gesehen hatte, wo ich den jetzt so rausgesucht habe und rumgewühlt habe, schließe ich jetzt einfach mal mit so ein paar Bildern vom KC-Treffen 2011, einfach mal so als Impression, ne, um die Sache ausklingen zu lassen. Also bis dann, bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.